Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Ihnen allen einen guten Abend. Die schiere Zahl von Toten, die vielen Zehntausenden, die immer noch ringen müssen, weil sie keine oder kaum Hilfe erreicht, weil sie kein Dach mehr über dem Kopf haben, kein Wasser, keine Lebensmittel. Das Elend in Libyen ist kaum fassbar. Es reiht sich ein in einer Abfolge von schlimmen Nachrichten über die Folgen schwerer Unwetter. In Libyen kommt die politische Lage dazu, das Chaos des Bürgerkriegs, Korruption und zwei miteinander verfeindete Regierungen. Wie trotz allem versucht wird, Hilfe für die Menschen dort zu organisieren und wie dringend sie diese brauchen, zeigt Goline Atay. In Darna hatten sie immer Angst vor dem Meer. Dass ausgerechnet das Flussbett, das nur im Winter etwas Wasser führt, zur Todesschneise werden würde, damit hatten die meisten der früher rund 100.000 Einwohner nicht gerechnet. Doch der Sturm hat zwei Staudämme bersten lassen, er hat vier Brücken zerstört, ganze Stadtviertel existieren nicht mehr. Einwohner erzählen, die Infrastruktur sei seit Jahren marode gewesen. Wir warnten die Behörden seit letzter Woche, nein, seit Jahren, dass der Staudamm Risse hat, dass er gewartet werden muss. Wir sagten es und niemand hörte auf uns. Und jetzt ist ganz Darna überschwemmt. Leichen, überall Leichen. Sie hängen in Fahrzeugen, in Bäumen oder in Stromleitungen fest. Oder sie werden vom Meer zurückgespült. Für eine rituelle islamische Totenwaschung bleibt keine Zeit. Unzählige Tote werden notdürftig in Massengräbern verscharrt. Die Lage in Darna ist extrem tragisch. Der libysche Rote Halbmond und der Staat können das nicht alleine bewältigen. Der gesamte Landstrich ist verwüstet. In der Nachbargemeinde Al-Baida, fast 100 Kilometer weiter westlich, haben die Einwohner die Hilfe selbst in die Hand genommen. Ein Pfadfinderprojekt bietet Familien eine Unterkunft in einer Schule an. Die Gemeinde organisiert Matratzen und Medizin. Die örtliche Gemeinde macht alles von sich aus allein. Wir haben keine Hilfe von der Regierung bekommen, weder von der im Osten noch von der im Westen. Es gibt Versprechen. Gesehen haben wir bislang nichts. Freiwillige aus dem ganzen Land engagieren sich. Dass staatliche Hilfe nicht funktioniert, ist auch die Folge von etlichen Jahren Krieg und Korruption im Land. Wir Bürger helfen und unterstützen einander von unserem eigenen Geld. Unsere Stadt ist zerstört und in Not. Und wir fragen Gott um Hilfe, weil die in der Regierung und Armee uns komplett vergessen haben. Eine Region so groß wie Sachsen-Anhalt wurde überflutet. Niemand war vorgewarnt, niemand wurde rechtzeitig evakuiert. Erst jetzt wird das gewaltige Ausmaß der Katastrophe deutlich. Amal Al-Barghouti arbeitet für UNICEF in Libyen. Wir erreichen Sie in Tripolis. Frau Al-Barghouti, guten Abend. Guten Abend. Können Sie uns bitte mal beschreiben, was Sie aktuell hören aus der Katastrophenzone? Also aus den Nachrichten und den sozialen Medien weiß man ja, dass der Sturm Daniel schlimme Auswirkungen hatte in Ostlibyen. Ganze Stadtviertel und Menschen sind weggewaschen worden. Es gibt Tausende von Menschen, die heimatlos geworden sind. 35.000 Menschen, die haben jetzt kein Obdach mehr. Und mehr als 10.000 sind vermisst. Und es gibt auch hohe Todeszahlen. Die Menschen versuchen, die unter dem Schutt Vergrabenen zu bergen. Und es gibt wenig Zugang zur Stadt. Sie sagen, die Menschen versuchen, andere zu retten. Das heißt, die sind im Moment noch wirklich hauptsächlich auf sich allein gestellt und es gibt wirklich wenig Hilfe von außen. Ist das aktuell die Situation? Ja, es gibt nur wenig Unterstützung. Als UNICEF sind wir ja vor Ort und auch zusammen mit unserem Partner, dem Roten Halbmond in Libyen. Und jede Stunde gibt es mehr Tote. Viele Menschen sind immer noch vermisst. Und es gibt einige Teile der Stadt, wo die Rettungskräfte gar nicht erst hinkommen, weil die ganzen Straßen kaputt sind.
Jetzt reden wir sehr viel über die Ersthilfe, die schon enorm schwierig ist. Wenn wir mal so ein bisschen weiter bereits gucken, Sie sprechen von Zehntausenden Menschen, die ihr Obdach verloren haben. Wie soll es denn da überhaupt weitergehen? Die Menschen suchen jetzt natürlich nach Obdach. Und als UNICEF liefen wir zunächst mal temporäre Unterbringungsmöglichkeiten und wir liefern auch lebensrettende Dinge, wie zum Beispiel Winterkleidung für Kinder. Dazu gehören auch Hygienekits und medizinische Güter für mehr als 10.000 Menschen. Und wir liefern dann später auch noch mehr Hilfsgüter. Amel Albarghouti war das. Sie arbeitet für UNICEF in Libyen. Frau Albarghouti, ganz herzlichen Dank für Ihre Schilderung heute Abend. Thank you so much. Vielen Dank. Das Gespräch haben wir aus technischen Gründen vor der Sendung aufgezeichnet. Ein schweres Unwetter nach dem anderen in den letzten Tagen mit Regenmengen, die nach Experteneinschätzung so in Europa noch nie dagewesen sind. Gestern Abend und in der Nacht gab es in Teilen von Deutschland solche Bilder. Da entlädt sich etwas. Ganz besonders trifft es Worms. Stadt und Umgebung versinken in einer Winterlandschaft. Viel zu viel Hagel und Regen stürzen vom Himmel. Straßen werden überflutet. Bauern, Winzer müssen um ihre Ernte bangen. Eine Nacht, nach der die sozialen Netzwerke voll sind mit Filmen, die Menschen vielerorts aus ihren Fenstern gemacht haben. Man hört sie dabei ungläubig fragen, was ist das? Andreas Stamm ist bei uns aus unserer Umweltredaktion. Guten Abend, Andreas. Guten Abend, Christian. Ja, was ist das? Wie kann man das erklären, diese vielen, diese heftigen Unwetter, dieser Starkregen, diese enorme Menge von Blitzen? Ja, man kann das schon verstehen, wenn man da dieses mulmige Gefühl bekommt, ist das jetzt Klimawandel? Ist das hautnah? Ist das nicht mehr normal? Oder man kann auch sagen, ja, geregnet hat es ja früher auch. Und letztlich ist das die Frage, kann man einzelne Extremwetterereignisse dieser Art wirklich dem Klimawandel zuordnen? Das ist nicht ganz so einfach. Natürlich, nochmal, die globale Durchschnittstemperatur zu messen, sagen, das steigt, ist wesentlich einfacher als lokal zu sagen, das Wetter, das Klimasystem hier reagiert so und so. Da gibt es noch viele Fragen. Aber die Attributionsforschung, das sind die, die beschäftigen sich mit diesem Zusammenhang zwischen Extremwetter und Klimawandel, die liefern brauchbare Ergebnisse. Hitzewellen zum Beispiel in China oder in Europa, wie wir sie gesehen haben, mit Temperaturen über 50 Grad, das sagen die Forscher. Das ist nicht erklärbar, wenn wir nicht den Klimawandel ins Zentrum rücken. Und was jetzt die Unwetter angeht, da ist die Tendenz auch klar. Wenn man jetzt das Mittelmeer gesehen hat in den letzten Tagen und Wochen, da sind sich viele auch einig, da spielt der Klimawandel eine Rolle. Aber da ist man noch etwas vorsichtiger. Aber insgesamt kann man natürlich sagen, diese Ereignisse und der Klimawandel, das hängt zusammen. Das heißt, es hängt auch alles zusammen, was wir gesehen haben in den letzten Tagen und Wochen in Griechenland, in Libyen und jetzt auch bei uns hier in Deutschland? Ja, es gibt einfach physikalische Grundlagen, die kann man nicht wegdiskutieren und da stehen auch alle auf diesem Boden. Und das ist zum einen, Starkregenereignisse werden heftiger und häufiger. Das ist ganz einfach, der menschengemachte Klimawandel hat die globale Durchschnittstemperatur schon um 1 Grad und mehr erhöht. Und Luft 1 Grad wärmer nimmt 7% mehr Feuchtigkeit auf. Kann man jetzt sagen, 7%, das ist nicht viel, aber das ist eben, sagen Forscher, der Unterschied zwischen einem heftigen Regenguss und einem, der vielen, vielen Menschen das Leben kostet, wie man es jetzt in Libyen gesehen hat. Und diesen Zusammenhang muss man ganz klar sehen. Das ist regional runterzubrechen schwierig, aber es ist da und es ist nicht wegzudiskutieren. Man hört ja auch viele Forscher, die sagen, dass es so heftig jetzt kommt, ist durchaus überraschend und so schnell kommt. Ist denn das etwas, Andreas, mit dem wir dann in Zukunft wirklich regelmäßig umgehen müssen? Da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch. Da sind sich alle einig. Denn es gibt, wir müssen uns auch an absurde oder vielleicht erstmal sehr pittoresk wirkende Szenarien gewöhnen, dass diese Regen, diese Flutgeschichten nicht nur passieren, sondern auch diese Luftmassen, die mehr Feuchtigkeit aufnehmen, Dürre produzieren. Denn wenn es nicht regnet, wollen diese Luftmassen immer noch mehr Feuchtigkeit. Die ziehen es aus den Böden, die werden die Dürren aus. Und so hat man dann den Starkregen, der sich bildet, ganz woanders. Das ist kein Nullsummenspiel, wo dann hinterher alle glücklich sind, sondern da verlagern sich riesige Probleme und am Ende werden wir mehr und heftiger davon getroffen werden. Da sind sich die Wissenschaftler mit hoher Wahrscheinlichkeit einig. Andreas Stamm aus unserer ZDF-Umweltredaktion. Andreas, vielen Dank. Die Welt muss sich also einstellen und umstellen.
Und sie muss jetzt erstmal aktuell natürlich Nothilfe leisten. Hilfe für die Opfer ist in einem zerrütteten Land wie Libyen, wir haben es vorhin kurz gehört, äußerst schwierig. Doch es gibt lokale Organisationen, mit denen zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz und UNICEF zusammenarbeiten. Beide sind Teil des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe. Wenn Sie mithelfen wollen für Ihre Spenden, die IBAN lautet DE 65 100 400 600 100 400 600. Das Stichwort ZDF Nothilfe Libyen. Infos gibt es auch unter spenden.zdf.de im Netz. Und dort finden Sie auch die Angaben, wie Sie für die notleidenden Menschen in Marokko nach dem furchtbaren Erdbeben dort spenden können. Und damit mit Marokko nämlich beginnt auch der Nachrichtenüberblick. Der erste von dir heute Abend, Hanna. In Marokko konzentrieren sich die Helfer 5 Tage nach dem verheerenden Erdbeben mehr und mehr auf die Versorgung der Überlebenden. Morgen wird das Deutsche Rote Kreuz erstmals Hilfsgüter in das Land fliegen, unter anderem Zelte und Isomatten. Vor Ort würden diese von Partnerorganisationen verteilt, erklärte das DRK. Gebraucht werden die Hilfsgüter auch im Gebirge, wo die Nächte besonders kalt sind. Einige der schwer getroffenen Orte nahe des Epizentrums sind jedoch immer noch schwer zu erreichen. Patientinnen und Patienten sollen sich künftig über ein staatliches Online-Portal über die Behandlungsqualität und die Leistungen der Krankenhäuser in Deutschland informieren können. Das hat heute das Bundeskabinett beschlossen. Laut Gesetzentwurf ist der Start des Portals für April 2024 geplant. Der Krankenhausatlas soll für mehr Transparenz sorgen und unter anderem zeigen, welche Operationen eine Klinik anbietet, wie der Personalschlüssel aussieht oder wie oft es zu Komplikationen kommt. Und weiteres Thema im Bundeskabinett war die Erhöhung des Bürgergelds. Die Ministerinnen und Minister billigten heute eine Anhebung der Bezüge ab 2024 um durchschnittlich rund 12%. Zudem brachten sie einen Gesetzentwurf für den Einsatz von Mini-Solaranlagen auf den Weg. So sollen Eigentümergemeinschaften die sogenannten Balkonkraftwerke in Zukunft nicht mehr grundsätzlich blockieren dürfen. Das Landgericht Halle hat ein Strafverfahren gegen Thüringens AfD-Chef Höcke eröffnet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in einer Rede im Jahr 2021 wissentlich NS-Vokabular verwendet zu haben. Konkret geht es um eine verbotene Losung der SA, also der Sturmabteilung der NSDAP. Die Ukraine hat nach Angaben Moskaus die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim angegriffen und dabei 2 Kriegsschiffe beschädigt. 24 Menschen seien verletzt worden. Ukrainische Medien veröffentlichten Bilder einer brennenden Werft. Unterdessen meldete die Ukraine, dass sie bei einem mehrstündigen russischen Angriff auf die Getreidehäfen Ismail und Reni 32 Drohnen abgefangen habe. Mindestens 6 Zivilisten seien verletzt worden. Für den früheren US-Präsidenten Donald Trump war es irgendwie eine besondere Beziehung. Er hat mir wunderschöne Briefe geschrieben und es sind großartige Briefe. Wir haben uns verliebt, sagte er über sein Verhältnis zu Nordkoreas Diktator Kim Jong-un. Trump dachte, er habe einen neuen besten Freund. So beschreibt das Trumps ehemaliger Sicherheitsberater. Um im Bild zu bleiben, muss man jetzt allerdings sagen, Kim geht fremd. Traditionell im Panzerzug kam er heute zu einem Treffen in Russlands fernem Osten mit Wladimir Putin. Und da ging es weniger um Gefühle als um Waffen und um Macht. Garniert mit einem besonderen Menü. Sebastian Ehm. Der Kreml-Reporter des Staatsfernsehens Pavel Sarubin ist ganz nah dran. Vor dem gemeinsamen Staatsdinner von Wladimir Putin und Kim Jong-un gibt er den Zuschauern einen Einblick in die Menüabfolge. Entensalat mit Feigen und Nektarine, Teigtaschen mit Kamtschatka-Krabben, Fischsuppe, Sanddornsorbet, Stör mit Pilzen und Kartoffeln, marmoriertes Rinder und Ricotta mit gebackenem Gemüse und Tiger-Preiselbeeren mit Pinienkernen und gezuckerter Kondensmilch. Feinstes Essen für einen für Putin wichtigen Gast, das soll dieser Reporterauftritt zeigen. Eins wird heute klar, Wladimir Putin will den nordkoreanischen Diktator umgarnen, denn der ist bekannt für sein Faible für Luxus und Technik. Vor dem Bankett darf Kim gar Putins Staatskarosse inspizieren, einmal Probesitzen inklusive.
In Korea gibt es ein Sprichwort: Kleider sind gut, wenn sie neu sind, aber bei Freunden sind alte gut. Und bei uns sagt man, ein alter Freund ist besser als zwei neue. Ziemlich beste Freunde. Dieses Schauspiel führen die beiden Herrscher heute auf. Kim Jong-un verspricht Putin dann auch, Russland im Kampf gegen den Imperialismus, wie er es nennt, bedingungslos zu unterstützen. Mit Putin stößt er auf eine ukrainische Niederlage an. Wir sind sicher, dass die russische Armee und das russische Volk einen großen Sieg im gerechten Kampf zur Bestrafung der bösen Mächte erringen werden. Dass das Treffen im Weltraumbahnhof Wostochny stattfindet, kein Zufall. Kim will von Russland neben Nahrungsmittellieferungen vor allem Know-how im Bereich Raumfahrt und Raketentechnik. Was Putin von Kim konkret will, sagt er heute nicht. Doch für Experten ist klar, Putin will an Kims scheinbar prall gefüllte Waffenkammern, die der nordkoreanische Diktator erst am Samstag stolz präsentierte. Wir sprechen höchstwahrscheinlich über Artillerie und über Munition für die Artillerie. Die russische Armee hat daran Bedarf. Und in der Militärdoktrin Nordkoreas hat die Artillerie schon immer einen sehr wichtigen Platz eingenommen. Über die Qualität und den Umfang der nordkoreanischen Waffenarsenale ist nicht viel bekannt. Das Land schottet sich seit Jahrzehnten ab. Doch für Putin zählt heute vor allem, dass er der Welt einen treuen Verbündeten präsentieren konnte im Kampf gegen den Westen. Und wir bleiben noch einen Moment im Fernen Osten und sind doch ganz direkt bei uns hier in Europa und dann noch mal speziell in Deutschland, wo für die deutsche Automobilindustrie enorm viel auf dem Spiel steht, und zwar egal, wie man die Sache dreht. Einerseits sind Deutschlands Autobauer unter Druck, weil chinesische Hersteller von Elektroautos aufholen und einholen und überholen, nicht zuletzt beim Preis und dank üppiger Subventionen der Regierung in Peking. Die sind der EU ein Dorn im Auge und sie prüft jetzt Gegenmaßnahmen. Andererseits verkaufen die Deutschen einen Gutteil ihrer Autos in China. Und sollte Europa Strafzölle erheben, dürfte die Retourkutsche der Chinesen nicht lange auf sich warten lassen. Was die Chefin der EU-Kommission in ihrer Rede heute zur Lage der Europäischen Union ankündigte, hat es also in sich. Auf jeden Fall. Florian Neuhan. Gerade hat sie 63 Minuten lang geredet. Da dürfen wir Journalisten ihr noch eine Frage stellen. Jeder nur eine. Meine Frage wäre, Sie haben nicht erklärt, was Sie bei der nächsten Wahl machen. Werden Sie wieder als Kommissionspräsidentin antreten? Halt. Fangen wir vorn an. State of the Union, das Hochamt von Europas Demokratie nach US-Vorbild. Einmal im Jahr erklärt die Chefin der EU-Kommission die Lage des Kontinents. Für Ursula von der Leyen könnte es die letzte Rede dieser Art sein. Im nächsten Jahr wird gewählt. Und die Lage ist schwierig, etwa für die Industrie, die wir gerade dazu auffordern, bei der Umstellung auf klimaneutrale Energien in Führung zu gehen. Wir müssen nur jetzt in die Zukunft blicken und darlegen, wie wir dabei wettbewerbsfähig bleiben. Doch ausgerechnet hier kommt die staatlich gepäppelte Konkurrenz. Chinesische Elektroautos, hier zuletzt auf der IAA in München präsentiert. Konkurrenzfähig bei Leistung und vor allem beim Preis. 20% günstiger als vergleichbare europäische Modelle. Die Weltmärkte werden mit billigen chinesischen Elektroautos überschwemmt. Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt. Das verzerrt unseren Markt. Ihre Beamten sollen das nun bis zu 13 Monate lang prüfen, mit einer Antisubventionsuntersuchung. An deren Ende könnte vieles stehen, eine Protestnote oder Strafzölle, ein Handelskrieg mit China. Von der Leyens Parteifreund, EVP-Chef Manfred Weber, will nicht warten, sondern setzt die Kommission unter Druck. Die Europäische Union darf nicht naiv sein in der Zeit, in der wir uns befinden. Und wer die heutigen Preise sieht, der weiß, dass die Chinesen subventionieren. Deswegen, das Verfahren muss rechtssicher sein, schnell abgeschlossen werden. Aber dann muss es auch schnell zu Konsequenzen kommen, sprich zu Zöllen. Der Ton wird rauer, auch heute in Straßburg. Es ist längst vor Wahlkampf in Europa. Weber selbst wird angegriffen, weil er seit Monaten um Verbündete von rechts außen wirbt. Für Mehrheiten im nächsten Europaparlament.
Senior Weber, Sie machen einen historischen Fehler. Die Geschichte wird sich an Sie erinnern. Sie können nicht über eine Koalition mit uns für von der Leyen reden und gleichzeitig Mehrheiten mit der extremen Rechten jagen. Vielleicht sind es auch diese Fragen, die Ursula von der Leyen zögern lassen. Die eine nach ihrer Kandidatur nämlich beantwortet sie heute so. Das war kein Thema heute für die State of the Union. Derweil ist die mögliche Aufgabe, ihre erste Wahlkampfrede zu schreiben, etwas leichter geworden. In Teilen zumindest klang ihr Auftritt heute schon genau so. Wir bleiben noch bei der Wirtschaft. Ein weiterer Bereich mit großen Sorgen. Jetzt bei dir, Hanna. Der Hamburger Hafen steckt in einer Krise und helfen soll nun überraschend die Schweizer Großreederei MSC. Sie will mit 49,9% beim größten Hafenbetreiber Hala einsteigen und hat dazu jetzt einen Vorvertrag mit der Hansestadt unterzeichnet. Frank Bethmann, was verspricht sich der Hamburger Senat genau von diesem Schritt? Ja, um mal den ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg, Peter Tschentscher, zu zitieren: Diese strategische Partnerschaft könne unserer gesamten maritimen Wirtschaft die Schubkraft geben, die sie in schwierigen Zeiten braucht. Tatsächlich verliert der Hamburger Hafen in den letzten Jahren nämlich stetig an Marktanteilen, vor allem gegenüber der Konkurrenz in Rotterdam und Antwerpen. Der Hafenbetreiber Hala habe zu wenig investiert in die Infrastruktur, nur eines von mehreren Problemen. Der Deal mit MSC erscheint da wie ein Rettungsanker. Künftig will man das Hafengeschäft gemeinsam führen. Die Schweizer Großreederei verspricht im Gegenzug Jobs und will den Warenumschlag an den Hala-Terminals kräftig ausbauen. Wie reagiert denn jetzt eigentlich Hapag-Lloyd, die größte deutsche Reederei? Die dürfte ja eigentlich auch Interesse haben, oder? Oh ja, und für die sind diese Pläne ein Riesenaffront. Man muss sich das vorstellen, Hamburg ist der Heimathafen von Hapag-Lloyd. Keiner macht so viel Warenumschlag mit der Hala wie eben Hapag-Lloyd. Käme es so wie geplant, müsste die deutsche Reederei künftig an MSC, also an den großen Konkurrenten, Terminalgebühren zahlen. Deswegen spricht vieles dafür, dass sich Hapag-Lloyd vermutlich zusammen mit Großaktionär Kühne bereit macht für ein Gegenangebot. Die Börse rechnet mit einem scharfen Bieterwettstreit. Ein echter Machtkampf ist es jetzt schon. Vielen Dank, Frank, für diese Einordnungen. Ja. Mit fast 7000 Mitgliedern zählt die jüdische Gemeinde in Frankfurt am Main zu den größten Deutschlands. Heute feierte sie das 75. Jubiläum ihrer Wiederbegründung. Bundesinnenministerin Faeser würdigte die Gemeinde als einen wertvollen Teil der Gesellschaft. Der Vorsitzende Korn erinnerte an die jüdische Tradition in der Stadt, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreiche. Während der NS-Herrschaft war das jüdische Leben in Frankfurt weitestgehend zerstört worden. Und jetzt die Lottozahlen an diesem Mittwoch. Die lauten 14, 15, 18, 27, 28, 41, Superzahl 3. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Der Herbst kommt und mit ihm die Bilder des norwegischen Malers Edvard Munch. Es ist Munch-Herbst in Berlin und das passt. Denn in Berlin hatte Munch seinen künstlerischen Durchbruch. Seine farbgewaltigen Meisterwerke schockieren und begeistern, damals wie heute. 1892 wurde Munch in Berlin erst eingeladen und dann gleich wieder abgehängt. Er hat den Aufruhr damals geschickt für sich genutzt und ist auch jetzt in Berlin wieder und neu zu entdecken. Der Zauber des Nordens. Stefan Merseburger. Intensive Farben, starke Kontraste, Rot und Weiß. Ein Paar, das sich anschaut, Auge in Auge, innige Momente, die nicht von Glück zeugen. Düstere Seelenlandschaften. Die Bilder des Norwegers Edvard Munch sorgen 1892, als er erstmals in Berlin ausstellt, für einen Skandal. Die Ausstellung wird nach 3 Tagen geschlossen. Der Schock war groß. So etwas hatte man im kaiserlichen Berlin noch nie gesehen. Der Kunstgeschmack damals war sehr viel konservativer, sehr viel naturalistischer. Und das skizzenhafte, unfertig anmutende von Munch empfand man als dilettantisch, als schockierend. Fjorde, Natur, schöne Landschaften. In Berlin herrscht damals eine romantische Norwegenbegeisterung, auch in der Malerei. Munchs Landschaften dagegen sind grob, radikal. Sie transportieren Stimmungen. Die Empörung um ihn, die Affäre Munch, wird zum Stadtgespräch.
Munk war, glaube ich, wirklich ein kluger Typ auch. Also der hatte sofort erkannt, dass dieser Skandal für ihn eigentlich eine tolle Werbung ist. Und so schreibt das auch an seine Tante dann nach Hause. Was Besseres hätte mir gar nicht passieren können. Ich bleibe jetzt erstmal hier in Berlin. Er bezieht ein Atelier in Schöneberg. Bis 1908 arbeitet und lebt er immer wieder in der Stadt. Er entdeckt die Druckgrafik, die er schnell meisterhaft beherrscht. Munk wird Teil der Bohème, die er auch porträtiert. Der Schriftsteller August Strindberg gehört zu seinen Bekanntschaften und die Dichterin Dagny Jules, damals als femme fatale verehrt. Liebe, Angst, Wahnsinn, Eifersucht, das moderne Seelenleben interessiert Munk. Munk fokussiert sich auf die Geschlechterbeziehung. Der lotet psychologisch aus, was passiert in der Beziehung. Und das war natürlich auch zum großen Teil bedrückend. Also das Liebesglück nimmt nur wenig Raum ein bei Munk. Und dann kommt die Verzweiflung, die Einsamkeit, die Angst und der Tod. Die Expressionisten verehren Munk. In den 20er Jahren feiert seine Kunst in Berlin Triumphe. Später brandmarken die Nazis ihn als entartet. Hochkarätige Leihgaben aus Oslo schmücken die Ausstellung in der Berlinischen Galerie. Munk, Vorreiter der Moderne, wollte lebendige Menschen zeigen, die atmen und fühlen, leiden und lieben. Er nimmt uns mit in ihr Innenleben. Munk war in Berlin übrigens häufig pleite. Seine Staffelei wurde gepfändet. Andererseits meldete er stolz nach Hause, er habe sich einen Wintermantel gekauft. Das beeindruckendste Kleidungsstück, das er je besessen habe. Kleidung war in Berlin viel billiger als in Norwegen. Auch das hat sich nicht geändert. Die Ausstellung in der Berlinischen Galerie läuft ab Freitag und dann bis Ende Januar. So, gleich nach uns läuft das Auslandsjournal mit einer Reportage über verschleppte ukrainische Kinder, über russische Umerziehungspropaganda und mutige Befreiungsaktionen. Und gegen 0.35 Uhr meldet sich dann hier Christopher Wehrmann mit unserem Heute-Journal-Update. Und vom gesamten Team hier einen angenehmen Abend. Tschüss. Tschüss. Guten Abend. Kaum sind die Gewitter weggezogen, kommt schon gleich das nächste Hoch. Es ist jetzt kein ganz großes, dickes Hoch, sondern eher ein langes, schmales Hoch. Und bis morgen Abend wird es sogar zwei Hochdruckzentren ausweisen. Es gibt allerdings auch einige Tiefs über Europa. Und jetzt ist ja immer die spannende Frage, wie viel Regen bringen die dann mit? Die gute Nachricht ist, nicht viel Regen. Bis Freitagabend erwarten wir maximal hier im Baltikum so an die 50 Liter Regen pro Quadratmeter und über den Balearen 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Heute Nacht fällt noch Regen bei uns hier südlich der Donau. Sonst ist es häufig klar und es bildet sich auch mal Nebel. Wenn es klar wird, dann wird es auch kalt. Dann sinken die Werte in der Lüneburger Heide bis 4 Grad. Das klingt schon fast nach Bodenfrost. In Süddeutschland bleibt es bei 16 bis 11 Grad milder. Morgen erwarten uns Höchsttemperaturen zwischen 18 Grad am Alpenrand oder auch in Schleswig-Holstein und 25 Grad am Oberrhein. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken bei uns ab und einzig ganz im Süden fällt noch etwas Regen. Am Freitag kann es dann noch einzelne Gewitter geben hier am Alpenrand. Dann aber wird es spätsommerlich warm mit Höchsttemperaturen von 22 bis 30 Grad. Wenn Sie jetzt vielleicht an Ihre empfindlichen Pflanzen denken, angesichts der Nachttemperaturen von heute, schauen wir mal nach Gardelegen. Daran erkennen Sie nämlich an dem Trend, dass die Nachttemperaturen steigen. Tagsüber liegen die Werte zwischen 20 und 25 Grad. Die kommende Woche wird wechselhafter. Guten Abend.